Hallo und herzlich willkommen zurück zu To the Moon. Ja, wir haben das letzte Mal erfahren, dass John eigentlich einen Zwillingsbruder hatte, der Johnny hieß. Und Johnny ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen, den die eigene Mutter zu verschulden hatte. Ich glaube, das ist das Tragischste an der Sache. Und daraufhin hat sie dann halt unseren John immer Johnny genannt, weil sie einfach damit nicht klarkam. Und wir reisen jetzt weiter zurück in die Kindheit. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. Hier haben wir eine Vogelscheuche. Ist das eine Vogelscheuche? Ich glaube schon, dass das Vogelscheuchen sind. Und da vorne sind Luftballons, aber zu denen können wir nicht hin. Oh, wir können doch zu den Luftballons. Nee, aber sie sagt so nichts, irgendetwas. Die leuchten. Früchte, frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten. Wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch sind sie. Sie sind die Auberginen der Pflanzen, und enthalten Samenkörner. Ovarien oder Ovarien? Ova. Ich weiß nicht, wie man Auberginen schreibt. Das ist jetzt peinlich. Sie sind die Ovarien der Pflanzen und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich. Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Ja, ich merke schon. Früchte, frische Früchte. Oh, guck mal, da sind die beiden. John, aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hihi, ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße blockiert, meine ich, den ganzen Tag meinen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es da drüben gibt. Ich bin kein Hefekloß. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du blöffst doch nur. Hey, das ist Klopp den Maulwurf. Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht die Quälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen wir ein Spielchen wagen? Einfach auf die Knöpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja. Oh nein. Ach komm. Ja, dann benutzen wir die Maus. Wenn das schon empfohlen ist. Oh. Ja, lässt sich ganz gut. Ups. Was haben wir dann davon, wenn das fertig ist?
Oh, da war einer. Die Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 42 gesichteten Zielen hast du 51 mal zugeschlagen und dabei 35 mal getroffen. Das gibt 83% Erfolgschance. Das ist ein neuer Rekord für dich. Im Ernst jetzt? Ich bin begeistert. Ah ja, das Schicksal hat wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnt ihr ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott! Kommt, ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hä, hey, wo ist mein Trinkgeld? Können wir auch mit dem reden? Keine Chance, ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Schade. Wo ist die Mama denn hin mit ihren Kindern? Ist das hier irgendwo? Da geht's nur weiter runter. Gucken, ob hier irgendwas ist. Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert das überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlenrad geklebt. Ist mir total egal. Dann wollen wir mal weiter runter. Ich glaube, hier vorne ging es auch runter. Ja. Hier können wir nicht mitreden. Gehen wir mal über die Brücke. Ah, da sitzen sie wieder. Yum, yum. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Vielleicht kommst du auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich auf sie auf. Nein, das ist meins, ich habe es gewonnen. Oh je. Er mochte gar nie Oliven, das ist irgendwie nur Joeys Lieblingsspeise gewesen. Der hat echt nicht da irgendwie sein eigenes Leben gehabt. Und das Funkeln, das ist fies. Wo führt denn der andere Weg hin? Oder ist das... Okay, das ist der, von da wären wir auch gekommen. Okay, hier war die letzte Dings anscheinend. Warum auch immer. Bei dem Chor. Ja, soll mir recht sein. Dann laufen wir mal hinter mir. Jetzt sind sie wieder langsamer. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Gut, dann wollen wir mal da hinterher. Gucken, wo der kleine Schlawiner hin will. Fällt mir ein, ist hier drüben was? Nee, da ist Ende.
Was macht er da? Wow. Naja, okay, er hat den Weg verlassen und einen echt coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte genauso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. genau wie in The Question. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternegucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Naja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun, hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa ihr jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gesagt die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige, ich habe mir doch gesagt, dass hier Tigerrudel rumstreuen. Ach, gibt's ja nicht. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Thank you.
Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste das auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle darüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben? Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von unten sehen sie alle gleich aus, aber es macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Die ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige, brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst einen hat. Okay, von drei. Drei, zwei, eins und los. Ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als alle anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Da sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da, da sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist sein großer, runder Bauch.
Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber sie können es nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann nicht wirklich sagen, was das ist. So eine Art Enten-Biber-Tier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny? Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalt es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 in diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Jep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Falls sich jemals aus den Augen verlieren? Moment mal, soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, das hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaut und einen Schmachtfetzen daraus macht.
Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Das ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein. Eva. So, und hier machen wir Schluss und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.